Hallo und herzlich willkommen, liebe Formel-1-Fans da draußen. Ralf und ich, wir melden uns zurück. Wir haben was zu besprechen. Ja, und ich begrüße dich auch ganz herzlich, lieber Ralf. Hallo. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt, um hier künftig nichts mehr zu verpassen. Denn hier kann man schon mal was verpassen, denn Ralf hat gestern ganz schön einen rausgehauen. Denn dir liegen Informationen vor, dass Christian Horner scheinbar jetzt doch vor dem Rauswurf steht, oder? Ja, die Infos liegen mir vor. Ob das wirklich so kommt, das muss man jetzt sehen. Irgendwie glaube ich das erst, wenn es passiert ist, auch wenn alles dafür spricht. Ich sag mal, die charakterlichen Entwicklungen, die Informationen, die man hat, die Informationen vor allen Dingen der Leute, von denen man die bekommt. Aber da gibt es unsere thailändischen Freunde, die so ein bisschen unberechenbar sind wie Mr. Trump und Putin. Also ich glaube, ob die wirklich am Ende vernünftig sind, auch was die Red Bull-Marke betrifft, die ja gerade in Amerika gerade ziemlich einbricht, weil wegen der Horner-Sache, bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass sie nachgeben, aber wie gesagt, die sind für mich immer noch die Unbekannte dabei. Aber vielleicht haben sie noch ein bisschen Hirnschmalz zwischen den Ohren, dass sie sagen, okay, wir wollen jetzt die Dosen nicht ganz zertreten. Die heutige Folge wird gesponsert von CyberGhost VPN. CyberGhost ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit über 38 Millionen Nutzern weltweit, der auf Trustpilot mit hervorragend bewertet wurde. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, damit du online sicher bist. Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du alle Formel-1-Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF im Free-TV verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streaming-Diensten und Abonnements. Darüber hinaus kannst du ein CyberGhost VPN-Abonnement auf 7 Geräten gleichzeitig nutzen, sodass du die Rennen auch unterwegs genießen kannst. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten 83% Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und für weitere Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2,03 € pro Monat. Klicke dafür einfach auf unseren Angebotslink in der Videobeschreibung. All das ist risikofrei, da du auch eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und 24/7 Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalingeladene Fahrt. Mehr Infos findest du in der Beschreibung. Genau, du sagst es schon, die Dosen nicht ganz zertreten. Der öffentliche Druck wird auch immer größer. Ford hat sich da ja auch schon beklagt. Ist ja der Partner von Red Bull ab 2026. Dann natürlich auch viele andere Sponsoren, die da im Namen genannt werden. Und nicht nur Sponsoren in der Formel 1 haben sich da gemeldet, sondern scheinbar mischt jetzt sich sogar die bekannte Band U2 mit ein, nach deinen Infos. Ja gut, die haben halt eine enge familiäre Bindung, das weiß ich, zu der Mitarbeiterin, um die es geht, die sich da genötigt fühlt und oder gemobbt fühlt und sexuell belästigt fühlt von Christian Horner. Sie haben ein sehr enges Verhältnis mit ihrem Bruder, der wiederum ist der Schwiegersohn von The Edge. The Edge, wer es nicht weiß, ist der Kultgitarrist von U2 und U2, muss man nicht sagen, ist eine Rockband über Jahre hinweg, die halt auf Augenhöhe Beatles und Stones zu nennen ist, dass die Einfluss haben, auch von die, was sie gerade machen, von ihrem Lebenswerk, ist doch klar. Also wenn die da wirklich die Idee hätten, einen Song zu machen, Don't be horny, be Christian, das wäre schon lustig. Auf jeden Fall, dass die überhaupt involviert sind, das ist ja auch nochmal so ein Druckmittel oder das macht ja auch nochmal Red Bull Thailand Angst, dass so Hochkaräter, was Einflussnahme betrifft und absolut auch vom Charakter her reingewaschen sind, sage ich mal. Das sind Rockmusiker im Normalfall. Ich rede jetzt nicht von Partys und so, sondern von ihrem Gewissen und der Intention, die sie haben. Das ist zwar ein lustiger Nebeneffekt, aber ja, hilft auch. Ja, auf jeden Fall. Genau, du hast schon angesprochen, dass der Umsatz da natürlich auch von den Red Bull-Dosen im Fokus steht, dass sie da jetzt nach einigen Wochen auch mal drauf kommen und deswegen vielleicht den Horner mal absägen sollten. Gut, haben wir jetzt, dann haben sie jetzt auch mal entdeckt. Ja, und es gibt natürlich auch noch immer... Naja, aber ja, ganz wichtig ist, es wurde ja immer wieder am Anfang betont, es gilt die Unschuldsfrage gegen Horner. Die habe ich nicht mehr. Bei dem, was ich weiß, was ich mitgekriegt habe
Und ich sag mal so, jeder muss für sich entscheiden. Er hat niemanden umgebracht, er hat auch niemanden vergewaltigt, klar. Aber es geht ja um gewisse Gesetze, die in der GmbH, in dem Fall bei Red Bull, herrschen. Es gibt diese Compliance-Regeln, die Ethikgesetze, wie geht man mit Mitarbeitern oder Mitarbeitern um, missbraucht man seine Macht. Also es gibt da eiserne Gesetze und wenn man der Meinung ist, die hat Horner auf jeden Fall gesprengt, ja, dann müsste man eigentlich so seine Entscheidung treffen können. Wie gesagt, diese Untersuchung, die es gab, die war für mich meiner Meinung nach nicht so parteiisch. Deshalb habe ich gesagt, das Unparteiisch, hätte, oder? die war nicht so unparteiisch, Entschuldigung, Ja. ja, und das hätte Putin auch nicht besser machen können, aber wenn das russische Staatsfernsehen, sage ich mal, irgendwie versucht, eine objektive Meldung über den Äther der Welt zu fegen, dann werden intelligente Leute schon damit umgehen können, wie objektiv das dann wirklich ist. Sagen wir mal so. Also ich bezweifle, dass das eine Untersuchung war, die wirklich objektiv und unparteiisch war. Genau, und deswegen will ja auch die Mitarbeiterin, die schwebt auch immer noch im Raum, vors öffentliche Gericht ziehen, ne? Und das Muss ist. sie auch. Durch einen Bericht in dem F1 Business Magazin wurde ihr Name genannt. Der Name wurde gelesen. Der Name ist jetzt in der Öffentlichkeit. Da gibt es Nachbarn, Familie, die jetzt wissen, dass es genau um sie geht. Und die hat ja nichts falsch gemacht. Zumindest nicht in ihrem Selbstverständnis, aber wahrscheinlich auch nicht in dem Selbstverständnis von den meisten Menschen. Trotzdem steht die jetzt in der Öffentlichkeit, die muss reagieren. Weil die andere Partei hat es ja wieder mal mit geschafft, so ein bisschen sie als Lügnerin darzustellen. Die hätte nicht die Wahrheit gesagt. Ich war nicht dabei, aber bei allem, was ich gelesen habe und weiß und was ich mir angehört habe, also hätte ich jetzt auch schon, ich sag mal, so einen Indizienbericht schreiben können, wer hier wirklich die Schuld hat. Und es ist nicht die Frau. Und die muss jetzt ihren Namen reinlassen, die muss an die Öffentlichkeit gehen, dadurch, dass ihr Name bekannt wurde. Weil sonst steht die da als, ich sag's mal ganz salopp, kleine Schlampe, die mit Horner gespielt hat. Das ist aber nicht so. Die muss jetzt an die Öffentlichkeit gehen und sagen: Moment mal, ihr habt meinen Namen genannt, ich stelle das hier mal klar, ich habe die und die Meinung. So einfach, wie das da unter den Teppich gekehrt werden soll, ist es halt nicht. Und sie muss es einfach machen. Habe ich volles Verständnis dafür. Ja, zu wünschen, dass sie dann auch vor Gericht recht bekommt, wenn die ganzen Tatsachen ja da sind, wie du schon sagst, die Unschuldsvermutung gilt für dich nicht mehr. Tatsachen ist so ein Begriff, Die es ist eine Beweise, ja. Glaubensfrage. Es gibt diese WhatsApp-Nachrichten, die mittlerweile viele schon gelesen haben. Also ich kann schon verstehen, dass in der Position, die Horner hatte und in die Position, die die Frau hatte, das schon eine Art Druck war, Nötigung und die Grenzen gesprengt hat von dem, was eigentlich ein Teamprinzip von Red Bull machen darf. Sagen wir mal so. Also ich bin auf der Seite der Frau bei allem, was ich weiß. Das sage ich mal ganz klar. Okay, hast du das auch nochmal deinen Standpunkt jetzt final festgemacht? Ja, dann, wenn das jetzt alles so kommen sollte und Horner tatsächlich dann seinen Teamchefposten abgeben muss, dann dürfte sich bei Red Bull alles wieder normalisieren, oder? Verstappen und Marco können da weiter Ja, ihr was Wesen treiben. heißt normalisieren? Dann ist erstmal das Geschwür im Hintern operiert worden. Die Hämorrhoide ist weg, die eigentlich, wenn man es mal ganz brutal sagt, für die ganzen Presseberichte und den Wirbel verantwortlich war. Das war nun mal Horner, unschuldig oder nicht. Ich habe ja meine Meinung, aber er ist nicht das Opfer, wenn überhaupt ist er der Täter. Fangen wir mal so an. Das heißt, der die ganze Unruhe gemacht hat, der wäre erstmal dann weg. So. Hat er Narben hinterlassen? Sagen wir mal so, die Wunden, wenn er bleiben würde, wären immer noch da. Und wenn überhaupt, gibt es jetzt kleine Narben, die Red Bull zuwachsen lassen muss, wenn Horner da ist. Dann muss man halt überlegen, wie geht es weiter? Es gibt ja dann ein Teamprinzip-Job zu besetzen und so weiter, da muss man sehen, was sie dann machen. Aber das ist erst der zweite Schritt. Erst muss er mal
aus privaten Gründen zurücktreten oder wie auch immer das genannt wird. Und dann muss Red Bull gucken, zeitgleich, wer seine Aufgabe übernimmt. Aber ich denke, das erste Problem ist größer als das zweite. Ja, da könnten wir mal gespannt sein. Das heißt dann auch, das Thema Mercedes hat sich für Verstappen dann wahrscheinlich erledigt, ne, wenn Horner fliegt. Ja, erstmal schon, denke ich. Denkst du, der sucht auch mal wie so ein Sebastian Vettel 2014, danach der Red Bull-Zeit, wo er zu Ferrari gegangen ist, auch mal eine neue Herausforderung? Das kann ich nicht sagen, aber ja, das kann durchaus sein. Ich meine, es wäre jetzt keine Überraschung, nochmal, wenn er dieses Jahr wieder Weltmeister wird. Zumindest die ersten zwei Rennen, nicht nur die Ergebnisse, auch wie sie gelaufen sprechen, ist nicht unbedingt dagegen. Nehmen wir mal an, das geht so weiter, dann hätte er seinen vierten Titel. Ja, und dann gibt es ja nächstes Jahr nochmal das Übergangsjahr mit dem gleichen Reglement und 2026 gibt es halt die große Regelrevolution, ganz neue Autos und vor allen Dingen neue Motoren. So, und ich sag nur mal eins, Michael Schumacher hat sich nach zwei WM-Titeln mit Benetton schon überlegt, ach, jetzt bräuchte ich mal was Neues. Warum sollte ich das Max Verstappen rein theoretisch vier oder nach fünf Titel nicht überlegen? Dann wäre 28. Ich meine, da ist Fangio fast noch Taxi gefahren in Argentinien. Ja. Das stimmt, aber er hat auch gesagt, er ist auch vielleicht so ein Typ, der ja gar nicht so lange Formel 1 fahren will, ne? Wie zum Fernando Alonso zum Beispiel. Gibt es ja beim Biathlon zum Beispiel auch immer viele Supertalente, die früh aufgehört haben. Ja, aber wenn man Alonso zu 5 oder zu 6 gefragt hätte, ob er mit 42 noch Formel 1 fährt, da hätte er auch gesagt, ganz sicher nicht. Aber manchmal kommt es halt anders, als man denkt. Ja, und solange er Spaß hat und die Erfolge feiern kann, aber ich glaube, das ist fast nicht so wichtig, der will einfach racen, macht er ja auch in der Freizeit oft genug dann im Simulator noch. Gut, Ralf, ich denke, dann sind wir für heute tatsächlich schon durch. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao. Okay, ça va vivre. Tschüss.